Na, egal. Man kann nicht immer Glück haben. Oh, der letzte Part ist wieder ein bisschen her. Ja, ich habe hier ein Save State gesetzt. Ja. Also die Videochronologie lügt nicht. Ich habe erstmal sehr viel XLA gespielt, bevor es wieder mit Super Mario Bros. 3 losgeht. Och, verdammt, an der Seite grinst mich gerade wieder meine Chips frisch an. Chips frisch Entjungfung. Ich leg die mal bitte weg. Ja, ich nenne sie so, weil sie einfach super geil schmecken, aber das tun allgemein Chips frisch, Chips. Nur um es so zu sagen. Also gut, wir fangen wieder an. Warum ich jetzt bei Welt... warum mache ich eigentlich jetzt Level 2? Ach, scheiß drauf, ich habe Level 1 übersprungen. Demnach müssen wir Level 1 nicht mehr machen. Doch, ich werde Level 1 noch machen, aber... Ja, erstmal will ich das Schloss machen. Demnach, ja, erst das Schloss, dann... Och, okay, jetzt ist eh alles gegessen. Okay, dann mache ich jetzt Level 1. Ich würde das Schloss machen, weil dann muss ich weniger Level machen, wenn ich sterbe. Ich habe ja nicht so viele Leben und vor allem aber sind meine Super Mario Skills wieder eingeschlafen, weil ich jetzt gerade noch XLA im Kopf habe. Ach du Scheiße, wo ist denn jetzt... Wie kann ich die Waffe wechseln? Okay, das war schlecht. Ich kann ja sagen, wie kann ich das Power-Up wechseln? Aber es geht ja nur auf der World Map. Oh, meine Güte. Und außerdem ist dieses Level jetzt auch nicht gerade das Tollste ohne Power-Up, glaube ich. Aber eins ist es gewiss und das ist kurz. Und eigentlich sind die Level hier meist nicht der Rede wert. Ja, stimmt eigentlich. Wenn da jetzt nicht irgendwie was abseits herkömmlich ja Jump One Action ist und seht euch das an. Alter, ich mache euch ein Video, dann schaffe ich das in 10 Sekunden. Ja, das geht bestimmt. Na. Wie viel Zeit hat man eigentlich für das Level? Ich mache mal Level... Ne, Level 2 ist ein Squall-Level. Wir machen erstmal Level 3. Oh, es sah schon fast aus wie ein Squall-Level. Wir haben 300 Sekunden, bitte. Und das Level wird nicht annähernd so lang gehen. Das ist viel zu lang. Ich meine, ich will mich nicht beschweren oder so, aber irgendwie, ja, Nintendo, macht doch mal längere Level. Also ab Super Mario World ging es dann mit dem längeren Leveln besser. Nichtsdestotrotz ist trotzdem Super Mario Bros. 3 besser. Ich gebe sogar zu. Ich finde es objektiv gesehen, ist es das bessere Spiel. Oder kann ich überhaupt objektiv bewerten? Ah, shit. Ah, eventuell liegt es auch daran, weil es der Pionier war. Und Super Mario World ist zwar auch cool, aber ja... Obwohl eigentlich, Super Mario World hat das Unscheinbares auf der Seite. Man hat zumindest, als ich es anfangs gespielt habe, ey, was ist das für ein Scheiß? Ich war kurz vor Level Ende und spring genau daneben. Ja, ich mache jetzt das einfach. Oh Gott, weil wie dumm. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die platt machen kann. Ich weiß ja nicht, auf welcher Stage das geht. Okay. Ja, den mache ich auf jeden Fall platt. Komm, spring runter. Nichts im Vergleich zu Super Mario Bros. 1. Und, oh, Hammerbruder. Ne, ist doch kein Hammerbruder. Ach, laber ich. Nein, das ist natürlich hier, was zerhauen. Da könnte ich zum Beispiel Röhre freimachen. Ist auch nur eine Abkürzung zu irgendeiner Welt, wo ich nicht hin will. Deswegen mache ich jetzt hier so einen Eisklotz. Ach, geht ja gar nicht. Deswegen mache ich jetzt hier einen Eisklotz kaputt. Gut, also nochmal. Was ein Scheiß, bitte. Tut mir leid, dass ich euch wieder ansehen müsst. Und ich glaube, da das Spiel langsam schwieriger wird, werde ich nicht mehr einfach so hinkommen mit, kann ich da rüber so springen, so per Anlauf? Uah. Ja, ich bin total schlecht geworden. Alter, ich glaube, ich sollte mich sofort killen lassen jetzt. Das hat ja keinen Sinn, Leute, oder? Ja, ich mache jetzt noch einmal und dann lasse ich mich killen. Tut mir leid. Das war überhaupt Fail. Warum fange ich nicht am Anfang der Welt an? Statt hier dieses dumme Minispiel zu machen, was eh nie funktioniert. Continue. Okay. Das wird wahrscheinlich jetzt die längste Welt. Es hat sehr viele Level, es ist sehr schwer und vor allem habe ich mal eben 4 Minuten für die Katz machen lassen. Aufgerundet. Oh, Mann. Wollte ich nicht das Level in 10 Minuten schaffen? Stattdessen verfehle ich sogar den Pilz. Was ist los mit mir? Bei mir spulen sich noch die alten XLA-Mechaniken. Die alten vor allem. Bei XLA bin ich gerade momentan in der Aufnahme im 5. Level und... Ach, du Scheiße. Ich sag euch, das ist... Das ist die Hölle. Ja, und es sieht vor allem so aus wie die Hölle. Also ihr werdet sehen, was da ist und... Ach, das geht ja gar nicht. Vor allem der Endgegner. Und ja, ich glaube, bei XLA wird so, ja... Da muss man natürlich schon mal die Lust wieder kriegen. Wenn einer das Spiel so fistet und man von neu anfangen muss wieder, immer wieder. Naja, ich muss nicht von neu anfangen, wenn ich jetzt ein Save State setze oder so. Vielleicht mache ich das sogar am Ende, aber na, ich weiß nicht. Lieber höre ich dann erstmal eine Weile mit dem Spiel auf und mache es dann später nochmal. Ja, also wie gesagt, das, was ich davor mache, müsst ihr euch nicht unbedingt ansehen. Ich bezweifle, dass mir da auch tolle Sachen einfallen. Vielleicht mache ich die ersten Level auch alle besoffen. Ich kann auch besoffen gut spielen, glaub mir. Nein. Es ist ja nicht so schlimm, das Spiel, dass man es besoffen spielen muss. Vor allem habe ich gesagt, das Spiel ist gut. Also kann es nicht sein. Ja, ja, ja. Nicht gekriegt. Ich krieg nie. Ich habe da nie Glück. Also hat es auch keinen Sinn. So, jetzt mache ich das nochmal vernünftig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt abgekackt bin, ey. Das hat sowas von keinen Sinn.
dass ich einfachste Sprünge nicht schaffe. Und ich habe gerade auch irgendwie zittrige Hände. Oh Mann, ich komme vom Arbeiten wieder. Ja, also jetzt nicht so wirklich hier Nebenjob beruflich, sondern eher so, ja, freiwillig. Ich habe halt meinen Opa beim Umzug geholfen und das waren schwere Sachen. Und jetzt habe ich zittrige Hände. Das ist total scheiße. Und außerdem bin ich nicht so stark. Also falls das jetzt jemand vermuten würde. Also, so ein Trockner zum Beispiel, so einen kleinen Trockner gab zum Beispiel, den hätte ich jetzt nicht geschafft, alleine. Wobei das hart an der Grenze so lag. Also ich konnte es noch irgendwie tragen, aber ein fünfstöckiges Treppenhaus, das könnt ihr vergessen. Ne, war nicht nur fünfstöckig, das war, ich weiß nicht, bis ich unten war, waren da 6, 7 Stöcker auf jeden Fall. Das ist total nervig, immer wieder Treppen rauf und runter zu rennen. Ja, gerade das Rennen ist ja das Schlimme. Irgendwann hast du keinen Bock mehr da drauf. Aber so viel dazu. Ich werde jetzt einfach die Squirrel-Welt machen, die zu furchtbar langweilig und sicherlich total einfach ist. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade hier total die Ungenauigkeit habe. Ja, wahrscheinlich daran. Also ich habe ein Handicap, Leute. So. Oh ja, das nehme ich noch mit. Ach, fuck. Man nimmt ja immer gerne diese Panzer mit, weil man so eine Art Schutzschild haben will. Ja, kenne ich auch von Super Mario World. Als man von vorne oder so angegriffen wird. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ist jetzt die Welt gleich vorbei? Das Level meine ich. Ich sage immer Welt. Ich finde, bei Super Mario brauchen die Level mal einen Namen. Ja, bei Super Mario World gab es Namen bei den Leveln. Wenn es auch nur Donut Plane 1, Donut Plane 2, Donut Plane Ghost House und so eine Scheiße war. Aber immerhin. Und ach, Mann. Ich wollte die das Ding da oben kriegen, da ist bestimmt ein Leben drin. Meine Güte. Okay, jetzt hier runter. Ah. Also ich habe jetzt 2 Sterne, fällt mir gerade auf. Alter, das kann ich nicht glauben. Ich habe 3 Sterne, hatte ich noch nie in diesem verdammten Glücksspiel. Jetzt habe ich 10 Leben. Okay, das ist eine gute Basis, um diese Welt zu erobern. Keine Ahnung, warum ich das sage. Habe ich nicht den Hammer da irgendwie? Mir fällt gerade auf, das ist doch gar nicht mehr der Gegner, den ich letztens gekillt habe. Der ist auch einfach abgehauen. Ja, ja, komm, irgendwas. Oh, okay, das ist jetzt der Zwerg-Mario, Hammer-Mario. Scheiß drauf. Ich will mal nur gucken, wie weit die Abkürzung geht. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Ups. Oh Mann, man sieht schon. Scheint hier weit zu gehen. Und hier gibt es bestimmt 2 bis 3 Schlösser. Okay, das ist... Das ist natürlich, ja. Ganz tolle Abkürzung. Ah, ich glaube, der Stein ist auch verschwunden, wenn ich jetzt sterben würde. Ach so. Stimmt. Fällt gerade auf, wenn ich jetzt das Schloss schaffe, würde ich gar keine Abkürzung kriegen. Das ist natürlich interessant. Ja, mal ein bisschen anders. Ah, gut. Ach, das ist wieder so eine... Ah, ja, okay. Was ist... Merkt euch, ja, die Feder ist ja irgendwie nicht gut oder irgendwie bin ich zu langsam oder ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt normal, dass ich im Schloss immer sterbe. Wenigstens verdienen diese Schlösser hier die Bezeichnung. Also in vielen der neueren Super Mario Bros. Teilen machen die Schlösser am meisten Spaß, muss man sagen. Aber sind auch jetzt nicht wirklich schwer. Und was mache ich da für einen Scheiß? Gott, das kann man nicht ansehen. Vor allem, ich werde immer bis zur Röhre katapultiert. Das ist doch nicht normal. Ich find's schon nervig, einfach nur dahin zu laufen, weil das schon wieder Wartezeit bedeutet. Das ist schon Wartezeit genug. Auch wenn das hier kein ist. Aha. Ich brauche auf jeden Fall ein Power-Up, sonst schaffe ich's nicht. Ich habe Hammerbruder Mario. Will ich den jetzt hier verschwenden? Ach, scheiß drauf. Hammerbruder Mario. Den Namen denke ich mir jetzt auch nur aus. Ich kann auch, wie der heißt. In echt. Boah, aufpassen. Ah, knapp, knapp. That was very close. Ah, was? Ach. Mal eben 4 Leben so verschwendet. Ups, ja. Ja. Okay. Ich sag einfach mal gar nichts jetzt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist gerade und warum ich das hier gar nicht kann. Scheiße, kann ich die Wolke. Warum habe ich die Wolke nicht benutzt, um das Schlüsselloch zu überspringen? Das geht wahrscheinlich nicht mal. Ja, irgendwie ein bisschen langweilig gerade das Level. Hm? Muss ich ja gerade sagen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh, Scheiße. Jetzt hier, hoch, okay.
Ging ja noch. Und jetzt kommt der Endgegner. Nein. Boah, das wäre selbst jetzt, würde ich sagen, für ein Schloss wäre das jetzt viel zu schnell, wenn jetzt der Zwischenboss käme. Nein, stattdessen brauche ich erstmal meinen Pilz. Ja, okay, und das auch noch jetzt. Ach, weil, was muss ich die Blöcke denn treffen? Ich meine, da ist hier eh kein weiteres Power-Up mehr drin. Hier auch nicht. Oh, doch. Sie sind ziemlich schnell. Manchmal kriegt man Power-Ups nur so vorgeworfen und manchmal sind sie auch total geizig versteckt oder gar nicht vorhanden. Naja. Wow, zwei Blöcke, das macht das Ganze unangenehm anspruchsvoll. Ey, momentan bin ich richtig gut. Ah, Scheißdreck. Ach, was soll's. Ja gut, damit hätten wir schon mal ein Drittel des Levels geschafft oder so. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. So, und wozu ist denn die Röhre denn jetzt gut? Wahrscheinlich ist das dann die Abkürzung für das zweite Schloss. Ui, okay, das ist geil. Ich meine, ich freue mich schon über eine kleine Rutsche. Ist das zu fassen? Ja, wird da wohl eine Brücke erscheinen, dann geht's weiter. Und, gut. Dann werden wir uns den noch richtig nervigen Leveln widmen. Ich weiß zufällig, dass Level einer dieser drei Level, die wir jetzt sehen werden, einer Eishöhle ist, wo ich nie den Ausgang wusste. Genau, das hat mich als Kind immer angekotzt. Warum erinnere ich mich an solchen Sachen noch? Also wenn ich mich daran erinnere, muss das ja ziemlich schlimm sein. Wow, Goomba! Goomba klatschen. Ah, geht nicht mehr. Was ist da drin? Ich werde es zwar wahrscheinlich bereuen, aber ich will wissen, was da drin ist. Eine Ranke, die gerne Himmel ragt und ich ein paar Münzen kriege. Das sind die schwierigsten Sprünge, Leute. Es gibt keinen Spin-Jump wie bei Super Mario World. Mhm. Also nochmal, den ignorieren wir mal gänzlich, weil ich glaube kaum, dass er mir wirklich Leben bringt. Ich vertraue lieber dem Minispiel am Ende eines jeden Level. Hat schon zweimal funktioniert. Ah, jetzt scheißen wir mal drauf. Ja, auch wenn ich dadurch die meisten Geheimnisse, die mir entgehen werden. Darauf wäre ich auch schon oft genug hingewiesen. Aber meistens liegt es daran, dass ich eigentlich die Level auch nur möglichst gut und schnell bewältigen will. Beziehungsweise, ja, auch wenn es einige gerne haben, irgendwie versuche ich immer die Parts möglichst kurz zu halten. Ich weiß es auch nicht. Ich habe an sowas irgendwie Bock. Oder zumindest versuche ich es jetzt mal systematisch zu machen. So eine Welt zum Beispiel, ein Level oder, ja, meistens ist es so nach dem Prinzip. Hatte ich auch bei Kirby versucht, aber naja, irgendwann war ich da hoffnungslos gescheitert. Warum eigentlich? Kirby 2 war doch ein total einfaches Game. Warum habe ich da oftmals so extrem lange gebraucht? Ich glaube, es lag meistens an den Endgegnern, weil die waren ja jetzt auch nicht so einfach. Egal jetzt. Wer interessiert hier Kirby? Ihr guckt Mario. Und killen. Oh, fuck, was? Ah, das musste ausgerechnet mir passieren. Schade, ich hätte jetzt gern auch meine Dinger. Ihr wisst schon, den Hammerbruder Mario. Oh, noch eine Wolke. Ganz nice. Ja, okay. Zu Welt 5, Level 5, egal. Genau, oh, das war dieses. Oh, ich habe eigentlich gedacht, dass es oben wäre. Genau, ich glaube irgendwie, man braucht eine Feder, um hier zu entkommen. Oh, Röhre. Oh, Feder. Scheine ich das Level jetzt in ein paar Sekunden gelöst zu haben? Ne, ich komme ja natürlich am Ende des Levels erstmal raus, was natürlich richtig nice ist. Ich behaupte mal, es ist das Ende des Levels. Ach, die Dinger können ja die Teile schmeißen. Das regt mich total auf. Ja. Ach, die Chips, die riecht ja immer noch. Obwohl ich sie gerade weggestellt habe. Meine Fresse. Und hier wieder rein. Ich glaube, das war dumm. Ja, das war total dumm. Es war dieselbe Röhre wie vorhin. Ihr seht schon, warum ich Probleme mit dem Level habe. Weil ich einfach zu blöd bin. Und das Spiel an meiner Blödheit appelliert. Und dadurch kommt nichts zustande. Jetzt hier hochfliegen. Ja, irgendwie, irgendein dieser Ausgänge muss man finden. Und wenn er dann die Feder verliert, soll er nochmal neu machen. Richtig nervig. Richtig, richtig. Naja, immerhin mal was anderes, weil sonst sind die Level immer zu kurz. Wobei man hier vielleicht von künstlicher Verlängerung sprechen könnte. Nein, ich rede nicht von irgendwelchen Penisprothesen. Also, ihr wisst ja auch, was ich meine. So. Geht da hoch, weil es ist die am höchstgelegenste Stelle. Und damit die am zu schwierigsten. Erreichendste. Das ist doch nicht zu fassen. Wo muss ich lang? Da, ich hasse das. Ich hasse das übelst. Hier muss ich vorsichtig sein mit dem Schwanzschlag. Normalerweise ist der Schwanzschlag sehr effektiv bei Super Mario World. Aber hier ist der Schwanz einfach zu schlaff und
Deswegen kann er nicht so oft schlagen. Demnach ist es nicht gut. Und ich hatte eigentlich vor, öfter schon zu sagen, ob ihr unfreiwillig lachen müsst. Ja, ganz toll. Richtig dumm. Okay, ich muss von der anderen Seite. Ach, natürlich, warum von der anderen Seite? Ich glaube, ich brauchte so eins dieser... Genau, ich brauchte eins dieser hellblauen Blöcke. Den trage ich damit nach oben und dann fege ich die Viecher weg. So war das. Ja, also nochmal neu. Wuhu, ich glaube, ich kann da rein, oder? Kann ich da rein? Nein. Da auch... Ah, doch, da schon. Ah, ich kann genauso gut rückwärts. Na, immerhin. Also jetzt nochmal. Ja, allgemein ist ja der Weg hier nicht so groß und auch hier gibt es eine Feder. Ne, ich glaube, dafür brauche ich jetzt noch zu lange. Ey, nimm mir die nicht weg! Nimm mir die nicht weg! Ich glaube, ich habe nur noch einen. Ne, hier ist noch genug. Ah, nein, du... Oh, jetzt muss ich schon wieder. Okay. Ach, was rieche ich mich denn auf? Das Level ist doch gar nicht so lang. Ja, aber ich weiß nur, dass ich als Kind da total am Verzweifeln war, irgendwie. Ja. Oh, scheiße. Ich war so verzweifelt, dass ich irgendwann die Flöte eingesetzt habe. Ich habe die Flöte immer eingesetzt, habe mich bis zum siebten Level, bis zur siebten Welt katapultiert. Und da war ich am meisten am Knobeln. Natürlich habe ich sie nie geschafft. Weil das Kind halt mal keinen Skill hat, weil man ein verkackter Noob ist. Oh. So, und ich versuche jetzt einfach mal diesen ewigen Kreislauf des Getroffenwerdens zu unterbinden. Ja, tschüss. Ach, ihr seid so vorhersehbar und trotzdem lasse ich mich treffen. Ah! Vor allem, ich glaube, das ist sogar so gewollt, dass die Viecher immer unfreiwillig, dass die Viecher immer diesen Block treffen, wo die Feder rauskommen, weil normalerweise will ich mir den Block ja aufheben, um mir dann die Feder zu holen, wenn ich getroffen werde. Ah, das dauert echt zu lange. Da, das meine ich. Man kann schon gar nicht. Alter. Ich versuche mal irgendwie von oben hier so einen Weg frei zu kämpfen. Na, da oben ist schon mal nichts. Was ist denn da oben nochmal? Nein! Ey, das... Ja, macht bestimmt Facepalm vor dem PC oder so. Also Hand vors Gesicht klatschen. Natürlich, verstehe ich. Und vor allem, ich gucke gerade auf die Zeit und bin ein bisschen erschrocken. Alter, ist das lang. Ja, deswegen lang, weil da wird noch so viel kommen. Oh Gott. Ah! Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Ich gehe vor zurück, das ist der schnellere Weg. Warum mache ich das Ganze nicht ein bisschen schlauer? Oh, jetzt wurde ich sogar zweimal getroffen. Warum gehe ich nicht einfach von links? Das ist doch viel schneller. Ich glaube, genau das denkt ihr euch gerade. Also mache ich's. Ich wurde auch schön darauf hingewiesen, dass ich im letzten Part übelst an Items verschwendet habe. Ey, das ist mir selber erst mal aufgefallen. Ich weiß nicht, warum ich... ich hätte auch direkt da weggehen können. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt einfach so ein Item eingesetzt habe. Ich war wahrscheinlich zu angespannt. Ja, den kann man, glaube ich, nicht mit dem Schwanz wegplästern. Ach, die Zeit juckt mich nicht, weil ich weiß, dass wenn ich da einmal die Stelle geschafft habe... Ah, ich nehme das hier, das hält doch viel länger als so ein blauer Block, so ein Panzer. Ja, das muss klappen, das muss klappen. Genauso klappt es am besten. Yeha! So, und das war's schon. Also hier hätte man ruhig die Zeit noch kürzen können, um einen richtig Zug Weißblut zu treiben. Aber okay, gut, dass es nicht passiert ist. Oh Mann, also, ja. Wenn man die Wahl hat, würde ich lieber das sechste Level nehmen, wenn ihr jetzt nicht wirklich drauf scharf seid, alle Level zu machen. Aber ich finde, wie gesagt, so Abkürzungen waren schon immer... Ach, die bleiben ja... Ah, genau darauf würde ich auch hingewiesen. Das Memory-Spiel bleibt wirklich. Ich frage mich, was passiert, wenn man alles geschafft hat. Wahrscheinlich kommt da einfach ein neues oder so. Ja. Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern an die letzten Positionen der Kahn. Ich denke mal, das ist klar. Ach, ich glaube, aber da war ein Stern in der Ecke, ne? Genau. Irgendwie hatte ich den Stern in der Ecke noch vermutet. Oh, noch ein Stern. Ja, Mann, ich habe Glück. Das war echt jetzt diesmal Glück. Oh Gott. Wo war denn das nochmal? Ich glaube, das war dort. Nein, was mache ich da? Ah, ich hatte da nicht mehr den Plan. Ja, durch Raten habe ich natürlich echt viel fucking Glück, aber wenn es darum geht, einfach mal sich daran zu erinnern, sein Hirn anzustrengen, dann mache ich natürlich total das Offensichtlichste falsch. Na. Oh, noch ein Hammerbruder. Ah, der kam viel zu wenig zur Geltung. Und ich habe schon zwei Sterne. Ah, ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der sich die ganzen Items hortet und die zum Schluss noch immer benutzt hat. Ich habe in einigen Let's Plays festgestellt, dass das oft passiert, beziehungsweise,
mache ich eben fast jeden Spiel. Jetzt ich die Dinge früher ein, weil ich verkörper die Philosophie. Je früher du es ein... Okay, das passt vielleicht jetzt nicht gerade. Aber gerade bei so Sachen, wo man, boah, ich weiß, mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel dafür ein, ohne dass jetzt jemand keinen Plan hat, wovon ich rede. Nehmen wir mal an, in einem Spiel hast du, sagen wir mal, in einem handelsüblichen MMO, da hast du ja eine Fähigkeit, sagen wir mal, eine richtige Masterfähigkeit, die, sagen wir mal, die hat 30 Minuten Abklingzeit. Und viele sparen sich natürlich für richtig wichtige Momente auf. Nur ich bin derjenige, der es möglichst schnell einsetzt, weil, ist ja klar, je früher ich es einsetze, desto früher kann ich es danach wieder einsetzen. Und ganz ehrlich, dann spare ich es wahrscheinlich für eine ganze Stunde lang und kann es dann einmal einsetzen und, ist natürlich scheiße, wenn dann ein Moment kommt, wo du es wirklich brauchst, aber, ach. So ähnlich war das auch immer bei StarCraft, was so die Fähigkeiten meiner Special Units anbetrifft, da wäre ich auch mal sehr verschwenderisch. Hat sich auch ein bisschen negativ meine Statistik ausgewirkt. Naja, egal. Ich sag das Ganze gerade, weil es ein Unterwasserlevel ist und das ist ein bisschen langweilig gerade hier. Ich habe in Super Mario Bros. 1 gesagt, dass Unterwasserlevel eigentlich total cool sind, zur Abwechslung, aber ja, gerade hier steuert sich die Wassersteuerung irgendwie total doof. Also ich mag die Unterwassersteuerung hier überhaupt nicht. Einfach mal so gesagt und, Alter! Danach kam direkt die Röhre, ich wette das. Also gut, ich nehme den Hammerbruder Mario, der kann hier alles wegplästern unter Wasser. Also sollte er... Wie viel kann ich maximal werfen? 2 Stück. Wenn ich jetzt bis zum Rand schwimme, werde ich wahrscheinlich mehr einsetzen können. Alter, das ist einfach nur ein Feuerball, also der Feuerblume, nur nach oben geschleudert. Das ist sogar derselbe Soundeffekt. Zumal das Hammer-Sprite wurde wiederverwertet. Recycled, ey. Also der Froschanzug, oh, den würde ich jetzt gebrauchen können. Aber der Froschanzug ist doch echt mal eine geniale Idee. Einfach mal so umgebungsbezogene, ja, Items. Gerade da vielleicht hat Super Mario World ein bisschen nachgelassen, weil es jetzt wieder nur 4 Special Items hatte. Aber gerade die Feder war ja wirklich sehr gut gemacht. Bei den ganzen Sachen. Ja, immer noch besser als bei New Super Mario Bros. Wurde tausende von... Boah, da gibt es ja mittlerweile schon so viele Power-Ups und ich finde die so unspektakulär, ehrlich. Ich finde diesen Panzer total... Ja, der Panzer ist vielleicht noch das wenig unschlechteste Item, oder? Wie man es sagen soll. Das am wenigsten schlechteste Item halt, aber dann zum Beispiel der große Mario ist ja im Grunde einfach nur eine Abkupferung vom Stern, nur dass alles kaputt macht. Das soll halt toll aussehen, aber ich finde es irgendwie lächerlich und irgendwie passt es auch gar nicht rein in die Welt, dass man da alles mit Brachialgewalt zerdeppert. Ebenso, okay, der Mini-Mario war eigentlich auch noch eine gute Idee, aber dann die ganzen Items, die da mit Wii-Version eingeführt haben, wie dieser Frostblumen-Mario. Die Idee wurde auch schon in zig Marios umgesetzt. Oder was gab's denn da noch? Propeller Mario, genau. Das ist ja eigentlich... Erinnert mich ein bisschen an Galaxy Bienenanzug. Und es gab ja auch schon im vorigen Teil dieses Level, wo man dann hochgeschleudert wird, wenn man auf so einen Pilz zum Beispiel springt. Nur, dass man die Wiimote schüttelt. Also fand ich jetzt nicht gerade kreativ. Genau wie die ganzen Ideen Super Mario Galaxy. Oh, du hast ein paar Kostüme und wirklich jedes ist unspektakulär. Wow, aber man konnte endlich mal Feuerblumen Mario in 3D spielen und ja, er war total langsam mit den coolen Abfeuern. Ja, aber da will ich jetzt nicht zu viel drüber lästern, weil ich mir damit eh Feinde mache. Ich habe schon 3 Sterne, Alter, okay. Jetzt will ich mal einen Stern einsetzen. Gerade weil das nach einem Wasser... schon wieder nach einem Wasserwelt aussieht. Ich meine, ich bin umrundet von Wasser. Und nein, ich bin in luftigen Höhen bei der Squallwelt. Das ist das schlechteste Level, wo ich dieses Item einsetzen könnte. Ey, guck mal, hier sind Münzen, die nach unten zeigen. Ich glaube, da kann ich lang. Ja, war ein Versuch wert. Immerhin weiß ich jetzt, dass da nichts ist, Leute. Also, weiter. Kontext. Ach ja, Squall-Level. Manchmal gibt es davon zu viele. Ja, ich will selber das Tempo bestimmen. Ich will es nicht vorgegeben kriegen. Wenn, dann muss das Squall-Level wirklich interessant machen. Wobei, scheint ja mal halbwegs interessant zu sein. Vor allem diese Teile, ey, das sind... Ich glaube, das sind so wirklich die Dinger, die man im Squall-Level erwartet. Oder gerade dann auftauchen müssen. Und ich frage mich, wie ich auch die 2 Münzen, die nach unten gezeigt haben, kriegen sollte. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas übersehen. Kann man nicht, wenn man einen Panzer drauf wirft, auch die Münzen einsammeln? Oder war das nur in Donkey Kong Country so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich spiele manchmal zu viele Jump'n'Runs oder... Ja, gerade auf Super Nintendo war das beste Genre und das meist verbreiteste ja Jump'n'Run. Was soll man sagen? So, jetzt hier hoch. Ah.
okay, das Ganze spielt halt damit, dass man nicht nur von links nach rechts, sondern auch von oben nach unten und alles und... ich weiß gar nicht, bei Super Mario Bros. 1 gab es keine Scroll-Level, man konnte ja auch sowieso nicht nach hinten rennen. Bei Super Mario Bros. 2 gab es auch keine und an vorigen Jump'n'Runs so kann ich mich auch nicht an Scroll-Levels erinnern. Ich würde schon fast sagen, dass Super Mario Bros. 3 zumindest eines der ersten oder vielleicht sogar das erste Game war, was genau diese Idee eingebracht hat. Kann man sich mal ausdenken. Ich habe ja auch erst nicht dran geglaubt, dass GoldenEye oder MDK, eins von beiden Spielen, ja, gerade das Sniper-Gewehr erfunden hat. Es gab ja davor schon einige Shooter, Ego-Shooter. Und ja, da hat man, da die Sniper mittlerweile so eine selbstverständliche Waffe ist, hätte ich niemals damit gerechnet, dass es so spät erst eingeführt wurde. Naja. Okay, was heißt spät? Gerade da hat ja erstmal die 3D-Zeit angefangen. Aber stellt sich trotzdem, man könnte sowas, ja, erwarten beim ersten Game schon direkt. Bei jedem eine Sniper einfällt. Aber man muss erstmal an die Technik kommen, wie es ganz funktioniert mit dem Ranzoom in dieser total neuen, realistischen, zu damaligen Zeit realistischen 3D-Welt. Ah, egal, ich krieg sofort eine Feder. Ach, und Twomps. Ich finde, Twomps müssen nach unten fallen. Das geht ja gar nicht zur Seite hier. Ah, Alter, wie schnell werde ich getroffen? Das meine ich. In anderen Mario-Teilen hast du ja zumindest noch eine kleine Zeit, wo du dann entkommen kannst. Aber hier ist so dumm, 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 dumm. Alle Power-Ups möglichst schnell weg. Ja, also ich will nicht drüber meckern. Das ist jetzt nicht als Kritikpunkt zu verstehen. Nein, ganz im Gegenteil. Dann muss man immer mal schnell aus der Lage kommen. Viele nutzen es ja, ausgetroffen zu werden und dann möglichst schwierige Stellen schneller zu lösen. Siehe Speedrun oder einfach nur, ja, weil sie halt gerade unglücklich getroffen sind und dadurch sich durch schwierig schnell vorbeischieben. Das gibt's zu Genüge. Oh, ach, egal jetzt. Ach, ich wollte sagen, scheiß auf das Item, aber jetzt will ich es mir holen. Ach, das ist ja ein Pilz. Verliere ich bestimmt direkt wieder. Oh, oder auch nicht. Oh Gott. Mann, ohne Spin-Jump kann ich da Buhus nicht platt machen. Ich meine, platt machen kann man sie sowieso nicht, aber den entkommen. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich auf Eis gleich gegen diesen Typen da kämpfen. Ja, ich bin klein, da verliere ich meistens ein Leben. Oh Gott, da kommt der. Oh, er springt. Aber er springt genau gegen die Hürden, die gerade mich behindern sollten. Ist doch super. Yay, und fliegt er jetzt? Na, natürlich nicht. Er ist aber... Ey, der hat echt veränderndes Tempo, Alter. Das hätte mir gefährlich werden können. Na egal, ich bin froh, das möglichst schnell hinter mir zu haben. Und, oh, bald 30 Minuten. Wie lange ging der letzte Part? 38? Ja, also im Grunde ist das jetzt kein großer Unterschied. Egal, eine Welt. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Man weiß, was einem erwartet, zumindest vom ganzen Contest hier. So, ich überlege, soll ich ein Power-Up nehmen? Ne, ich gucke mir das Level wieder an erstmal. Nicht, dass ich schon wieder irgendein total unpassendes Level kriege und... Ey, der Schnee ist geschmolzen. Unglaublich, endlich mal ein Level, wo mal kein Schnee ist. Das ist auch so eine Sache, die mir gefällt. Ich finde, Level müssen möglichst abwechslungsreich sein, genau. Und wenn jetzt eine Welt voller Schnee ist und ich nur Schneelevel erwarte, dann ist es doch irgendwie, ich weiß nicht... Bisschen, ja, nichts unerwartet, würde ich sagen. Also wenn du die ganze Zeit nur Schneewelten kriegst und dann weißt du, oh, als nächstes kommt eine Wüste, erwartet nicht nur Wüstenlevel, wird's ein bisschen langweilig, durchschaubarer Spielfluss. Das hat mich auch so echt total an den neuen Teil angekotzt. Ja, da gibt's jetzt auch nicht nur eine Wüste, nur Wüstenlevel oder so, zumindest glaube ich das. Aber das ist halt dieselbe Weltenkonstellation vom Vorgänger. Wenn nur leicht ausgetauscht, aber richtig, richtig, naja. Das ist schon ein Déjà-vu zu viel, würde ich sagen. Man kann sagen, was man will, aber ich spüre, wenn ich Super Mario Bros. 1 Melodie höre, auf keinen Fall Nostalgie mehr. Man hört es eh sowieso ständig. Im Fernsehen, bei der Musik so an sich. Wie oft wurde das gecovert von Bands? In Medien, auch in Autowerbung, glaube ich, ja. Da hört man viel Tetris und so. Auch bei Tetris habe ich jetzt keine unbedingte Nostalgie. Deswegen ist es ja eigentlich auch eher so, ja, ich lebe ja schon damit. Wozu von etwas schwärmen, was ich eh jeden Tag ertragen muss. Ich meine, ich find's nicht schlimm, aber, ja, wie gesagt, nicht unbedingt gerade so total krass. Erinnert ihr euch an die Super Mario All-Stars-Werbung oder so? Ich glaube, da kommt am Anfang so ein Text, so eine Schrifttafel. Erinnert ihr euch an diese Melodie? Dann hat man Super Mario Bros. Ach, was mache ich da? Und dann, ja, natürlich erinnere ich mich an diese Melodie.
Ey, jetzt nimm's mir nicht übel, aber irgendwie kam ich gerade voll durcheinander. Also ich habe ja jetzt hier den Pilz gekriegt. Habe hier geöffnet und dann wurde mir das abgewiesen, oder? Dann. Genau. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so verwirrend war. Verwirrend fand. So, gut. Ja, ich habe das ganze Ding gelöst. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Power-Ups hinterher geschmissen bekomme. Natürlich, ich habe ja das ganze Pokerspiel gelöst. Und da meint man, hätte die Welt fast geschafft. Da kommen wirklich noch zwei Level. Oh, das ist die längste Welt bisher. Aber das finde ich auch gut. Man weiß nie, wie viele Level in einer Welt kommen. Oh. Und ich freue mich auf jedes neue Mario-Spiel, was jetzt nicht unbedingt in die Fußstapfen von New Super Mario folgt. Aber anscheinend scheint Nintendo ja nicht auszulernen. Oder, naja, okay, der Erfolg gibt ihnen ja eigentlich recht. Jeder fand New Super Mario Bros. Wie totale Bombe. Autsch. Und es ist ja auch irgendwie ein funny Game, aber nichts für die Leute, die das schon nicht, mittlerweile nichts anderes gezockt haben. Und ich glaube, ich hätte jetzt keine bessere Verwendung für den Stern finden können. Der verweilt. Ach, der bleibt ja noch, wenn ich in der Röhre bin, ne? Genau. Alles andere wäre total unfair. Wow! Ich habe ja auch so viel jetzt davon. Meine Güte. Mein Gott, der spuckt Fische aus. Was, der da nicht. Ja, genau. Ich meine, er spuckt einen Fisch. Er kotzt einen Fisch aus und isst ihn danach wieder. Der hat, glaube ich, Alzheimer-Bulimie, ey. Naja. Und, die sind blau. Die springen also nicht hoch. Ja. Es sind also Mancha, schwarze Mancha aus Super Mario World. Tut mir leid, dass ich immer wieder Anleihen daraus finde. Und es ist die Unterwassermelodie und ich bin nicht unter Wasser. Oh Gott, und da ist ein Pilz rausgefallen. Bitte sei nicht verloren, Pilz. Nein, jetzt ist der Pilz für immer im ewigen Abgrund des Game Overs. Oh nee, nicht schon wieder dieser. Ich glaube, er kann sogar. Ha, jetzt kann er ihn nicht mehr fressen. Das heißt, er kann kein. Nein, mehr aufspucken. Gott, wahrscheinlich ist das so eine Art Känguru. Das ist sein Kind im Maul aufbewahrt. Das wäre mal eine interessante Fischart, finde ich. Dass ihre Mutter beschützt ihr Kind, indem sie sich in ihren wohlbehütet in ihrem Maul aufbewahrt. Und irgendwann kommt man aus Versehen ein reflexartiger Schluckeffekt und das Kind ist weg. Yeah! Ich habe nur noch 4 Leben. Fällt auch gerade keine Abkürzung ein, die ich nehmen könnte, oder? Ey, es gibt gar keine Abkürzung. Fällt euch das auf? Wenn das jetzt kaputt ist, gibt's ja keine Röhre, die mich dort wieder hinführt. Also mache ich Level 10 erstmal. Okay, das scheint mir eine normale ein normales Eisblock-Level zu sein. Also nichts Schlimmes. Also ich muss natürlich wieder mit meinen. Vor allem, eigentlich hat nur das erste Schloss dafür gesorgt, dass ich so viel verliere. Anfangs lief es so geil. Jaha. Oh ja, das nenne ich Campen gerade. Also wie ich den gerade erledigt habe. Und ich muss aufpassen, genau, ich darf ja nicht so viel rumballern. Hier sind auch Mancha. Mancha, okay. Wie komme ich denn dann in die Röhre rein? Da muss ich jetzt mal aufpassen. Ich mach mal einen kaputt. Das geht doch gar nicht. Geht doch nicht! Naja, geht doch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man irgendwas machen oder vielleicht gibt es ja auch einen P-Switch, wodurch die zu Münzen werden oder. Das glaube ich bei dem Spiel nicht so, aber man weiß ja nie. Genau, ich bin Camper. Ich warte, bis er erstmal seinen Zug macht und schießt dann. Ob man das Campen nennen kann. Und warum bin ich ja jetzt durchgefallen? Hä? Ich bin noch dagegen gesprungen oder habe ich gerade falsch geguckt? Alter, das Level ist unfair. Ich mag das Level nicht. Und jetzt flüchte ich panisch ins Schloss vor Le also ich flüchte vor Level 10. Entdecke dabei panisch ein Schloss, was mich dann echt umbringt. Ja. Ich glaube nicht, dass ich. Ja, ich meine, ich habe ja hier schlechte Erfahrungen mit Schlössern, aber mir gefällt jetzt gerade so die Thematik des Schlosses. Es ist jetzt nichts, wo man hier wieder viel schwimmen muss. Oder hier auf eine blöden Plattform irgendwie einen geskripteten Weg ausweichen muss. Oh. Also hier gab es einige Schlösser, die ich auch ziemlich langweilig fand, muss ich sagen. Ja. Oh, okay, das ist natürlich. Was sind das für Geister, bitteschön? Also der ganze Boden an sich ist ein Geist, oder was? Ah, das ist nicht easy. Und ich hab's geschafft. Und jetzt kommt der Boss. Oh, ich hasse es immer als kleiner Mare gegen ihn anzu. Oh, der kommt ja noch gar nicht. Okay. Aha, kann ich da rein oder was ist da? Warum ist das schwarz? Okay. Ja, okay, jetzt kommt er. Kein Sinn irgendwie, weil man kann ja direkt in die Geister gucken. Oh, so viele Blöcke. Ja, ich will da drauf. Ah, Alter, der springt krass. Und warum kann er durch die Blöcke springen, jetzt sag mal ehrlich? Der,
Er nutzt doch seinen eigenen Vorteil schon aus. Und ich muss jetzt aufpassen. Was kann ich tun? In aller Verzweiflung. Kann ich mit der Wolke? Nein, ich probiere es lieber nicht aus. Ich habe 35 Leben. Ach, das ist natürlich scheiße jetzt gerade alles. Ach so, okay. Mir fällt auf, ich habe ja hier eine Röhre, aber... Diese Level, die ich auf dem Weg zum Schloss habe, muss ich trotz alledem... Moment. Ach, ich habe jetzt gerade was Falsches gedacht. Okay. Ich habe doch irgendwo noch... genau, ich habe mir noch diese Bonuswelt vorab gehalten, aber es wird mir eh nichts nützen, weil es nicht klappt. Ich krieg da einfach nie... Ich habe da noch nie gewonnen. Ja, das ist noch normal. Das passiert oft. Aber das Dritte, das bekomme ich einfach nie. Ich sag's doch. Das ist ein Arschlochspiel. Also nicht das Spiel an sich, sondern dieses Minispiel im Spiel. Ja, ein Power-Up wäre jetzt irgendwie schön, aber es gibt ja hier nichts zum Power-Upen. Soll ich jetzt Level 10 nochmal machen? Weil Level 10, dort kann man sich gut Power-Ups eigentlich beschaffen. Und das ist auch nicht schwer gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, weswegen ich gestorben bin. Wahrscheinlich wegen irgendwas Belangloses. Irgendwas Unfaires. Ach ja, bei dieser komischen... Oh ja, das war unfair. Genau, aber... Sicherlich nicht so scheiße wie das Schloss. Und jetzt habe ich schon mal Pilz, den ich wohl... den ich aufbewahren werde. Also die Dinger müssen doch selber wissen, dass das nicht schlau ist, oder? Naja. Aber wenn man mal Mario in 3D sehen würde, dann würde man ja gar nicht wissen, was einen hinter der Wand erwartet. Ey, das wäre doch mal eine geile Idee, so ein Level in 3D nachzustellen. Klar, es gibt ein Video, das da wird das erste Super Mario Level in 3D gezeigt, so eine Art Ego-Shooter-Manier. Ja, aber es ist ja nicht wirklich interessant. So ein Level, wo man dann so Blöcke im Weg hat und plötzlich kommt da so ein Viech, das auf dich drauf wirft. Aber dann müsste man schon, um den Déjà-vu-Effekt zu haben, wirklich originalgetreu echte Level nachbauen. Ich glaube, auf sowas hätte ich echt Bock. Und jeder erfahrene Programmierer, der irgendwas entwickeln will, was ansatzweise Erfolg hat, sollte sich mal überlegen, nicht mal Super Mario Bros. 3 zu machen. Ich versuche mal da drüber zu springen. Uah! Nein, ich opfer dafür mein Leben. Nur weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Und ich kann nicht nach unten schauen. Ey, ich weiß nicht, was unter mir kommt. Okay, gut. Dann ist das noch fair. Weil das ist natürlich echt eine Kacke. Das ist auch oft so ein Designfehler bei Super Mario World Hacks, merke ich. Dass man einfach nicht sieht, was auf dem Boden ist. Sowas hasse ich natürlich total. Ja, ich bin großer Mario. Meine Erfolgschancen sind um 50% gesteigert, wenn man es genau nimmt. Eigentlich 50%, oder? Ah! Nein, eigentlich ja um 100%. Letztendlich ist ja ein Pilz ein Leben mehr. Ich habe irgendwie mal gehört, ein Pilz sind eigentlich so viel wert wie zwei Leben, weil du wirst ja zweimal getroffen, aber... Autsch. Scheiße, ich hatte irgendwie eine Begründung dafür. Genau, wenn ihr einmal getroffen wirst, hast du ja schon ein Leben weg und ein Pilz ist ja ein extra Leben, also ist es immer noch ein Leben. Ich glaube, irgendein Kommentar von... Ja, von Tina war das. Genau. Oh, Mann. Und um Gottes Willen, ich glaube, ich übertreffe gerade meinen letzten Part. Oh, Mann. Und jetzt wieder schnell nach rechts. Und warum ist der... Ey, die waren doch vorhin nicht so weit rechts. Oh, ihr seid gemein, Buhus. Und trotzdem glaube ich, dass das eigentlich eine belanglose Stelle ist. So, und jetzt muss ich aufpassen. Springt ja so übertrieben. Ah. Oh, ich lasse gerade den Controller fallen. Aus Frust. Wohlgemerkt aus Frust. Ich habe echt gar keinen Bock mehr da drauf. Ich werde jetzt einfach mal sinnlos den Stern einsetzen. Ich meine, das hat ja eigentlich jetzt... Der Stern hält ja lächerlich kurz. Ich glaube, jetzt gleich ist er schon weg. Kann ich ja über die Stacheln laufen? Bestimmt noch nicht mal das. Doch. Na dann. Ist ein Pilz wieder drin. Ich muss aufpassen. Ah, komm. Oh. Aha, was ist das, ey? Ich werde dann einfach so in die Lücke reintransportiert. Transportiert, ja. Ganz toll gesagt. Ach du Scheiße, wir haben ja schon ziemlich spät, fällt mir gerade auf, aber das ist jetzt gerade nicht so der Kontext. Trotzdem. Oh meine Güte, ich bin jetzt richtig angespannt und ich habe das... Ja, das schaffe ich irgendwie immer. Und ich erstmal nach links. Ja, die sind immer an der anderen Stelle. Ist das nicht fies?
Und jetzt kommt wieder der total heftig schwierige Boss. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber das sind so Sachen, da hat man mal Luck und manchmal nicht. Das ist für mich Glückssache, ehrlich gesagt. Weil es geht echt nur auf so einen doofen, blöden Typen zu springen. Ah, was ist... Oh, Scheiße, es tut mir leid. Das war Fail. Das war richtig Fail. Gucken wir mal, wie stark jetzt die Kollateralschäden sind. Also erstmal gehe ich durch diese verfickte Röhre. Tut mir leid für diesen vulgären Ausdruck. Ui, ich hab Spaß. Nein, hab ich nicht. Ich will das jetzt möglichst schnell hinter mir bringen, aber irgendwann lässt sich das nicht mehr vermeiden. Das kann ich mal eben schnell machen. Na, nicht geklappt. Tut mir leid, jetzt das so verschnellt zu haben, aber mich pisst dieses Minispiel echt an. Aber man kann es ja mal versuchen. Okay, ein Level muss... ne, man muss ja drei Level machen. Aber wenn man jetzt das Schloss schafft, dann hat man noch gar keine Abkürzung, oder? Weil, wenn ich das Schloss jetzt geschafft hätte, wäre ich am anderen Schloss doch gestorben. Und ja, dann wäre das... Ich weiß ja gar nicht, wie viele Level danach noch kommen, aber ich nehme an, dass dann direkt das Schloss kommt. Also, ne, ich meine das Schiff. Tut mir leid. Ah! Ach, scheiße, das ist ein bisschen frustrierend. Jetzt komme ich noch mal hier weiter. Und jetzt hätte ich irgendwie gerade mir den Stern gewünscht. Ich mal zurückrennen. Level 7 und Level 5 machen und ein Power-Up. Ey, Power-Ups sind hier echt das A und O, fällt mir auf. Außerdem sollte ich das... Nein. Das zerstören, den Pilz erstmal zu kriegen. Ah, wie lange das noch gehen wird. Sollte man mehr zum Gucken, aber ich weiß nicht. Manche Stellen sind nicht sehenswert und manche Stellen sind einfach wert, zu überspult zu werden. Wie das hier. Ja, ihr könnt es auch echt übertreiben mit diesen fucking scheiß Gegnern. Yeah. Ah ja, das macht tatsächlich Spaß, einfach irgendwelche Sachen rumzuschmeißen. Ich glaube, das war die Grundbasis hier so. Ich glaube, Mentor bemerkt, ey, Sachen rumschmeißen macht Spaß. Warum sollte man sie nicht nach oben und schräg schmeißen können? Und darauf dann balancieren, in die Luft mitnehmen können, einen Drehsprung. Ey, das ist das Geile an Super Mario World. Das ist echt... Das ist einfach... Da hast du so freie Möglichkeiten, was so die Sprungmechanik anbetrifft. Und deswegen ist das meiner Meinung nach, Super Mario Boss 3 war ein sehr, sehr gutes Spiel und hatte auch so seine geilen Momente. Aber es ist nicht wert, jetzt tausendmal rebootet zu werden. Und ich fange wieder bei dem Thema an. Ach, nicht das Level. Mit den Alzheimer-Bulimie-Fischen. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Und irgendwie haben sie es hier ziemlich viel mit kleinen Viechern. Ich meine, die Dinger teilen sich in vier Stücke auf. Ich glaube, das sind so Mutanten. Naja, mal ehrlich. Jeder Gegner, bekannte Gegner wird einfach mal ein bisschen mutiert. Ah! Ich meine, er kann mich noch nicht mal mit einem Haps aufessen, wie sonst immer. Ach, hier war doch gleich wieder so ein Power-Up. Oh, 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 oh. Ach, der P-Block. Okay, ich guck mal, ob die jetzt zu Münzen werden. Ah, sie werden zu Münzen. Ach, natürlich, das ist dann schön. Und warum ist der Notenblock... Mir fällt doch gerade auf, die Notenblöcke halten still, wenn man den Schalter drückt. Was für ein Sinn! Ah, sorry. Okay, das ist, macht es um einiges einfacher. Hä, wo muss ich denn lang jetzt? Habe ich das wieder verpennt? Okay, da lang? Da lang? Ich habe das gerade ein bisschen... Ich bin jetzt wieder ein bisschen, verwirrt gewesen. Okay. War es auch nicht so... Boah, mir schreiben so viele Kommentare manchmal. Okay, so viele Kommentare sind es auch nicht, aber erstmal danke dafür. Ich glaube nämlich, ich habe gehört, wenn man direkt zum Ziel rennt und sich das Teil schnappt, bekommt man eigentlich immer das, was man vorher bekommen hat. Also wenn ich das jetzt nochmal richtig deute von vorhin. Also wenn das wirklich so ist, dann soll ich das einfach öfters mal probieren. Ja, ich werde das Rehens langsam müde. Das ist so der Grund, warum man auch nur eine Welt an einem Tag machen kann. Weil eine Welt so scheiße lange geht gerade. Mann, das hat so den epischsten Umfang für einen Jump'n'Run. Würde ich sagen, ja. Aber Jump'n'Runs haben allgemein ja nicht, sind ja nicht wirklich lang. Aber nicht Super Mario Bros. Also Super Mario Bros. 3. Und das trotz der kurzen Level. Aber viel dessen geht auch davon verloren, dass ich einfach übelst abfaile. Und so ein langes Spiel muss man auch noch abkürzen durch... Viele Geheimwege, naja. Okay, es ist ja die richtige Entscheidung, dadurch, dass man nicht speichern kann. In der NES-Version. So, und jetzt habe ich einen großen Pilz geschluckt. Eigentlich kann ich nicht mehr verlieren.
Das werde ich wahrscheinlich noch nicht einmal getroffen. Achte mal drauf. Oh, cool. Ich bin dem Profihaft ausgewichen. Alter, wenn er springt, ist er für mich schlimmer, als wenn er fliegt. Und jetzt bin ich nicht einmal getroffen. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, wenn man groß ist. Dann gehe ich ganz anders an die Sache ran, so. Aber die Steuerung verändert sich jetzt eigentlich nicht. So, und Level 10 habe ich ja schon gemacht, also hat es keinen Sinn. Gut, das Schloss also. Oh, Monty Maulwurf. Passt zwar nicht in diese Welt rein, aber egal. Ja, ja, ja. Das kennen wir ja schon alles und, irgendwie diesen Monty mit einer Krone, das hat was. Monty. Ja, ist eigentlich oftmals benutzt man Monty als meinen Spitznamen, wegen meinem Nachnamen. Ja. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Hat ja eigentlich keinen Sinn. Gut, also ich habe einen Nachnamen mit Mont. Okay, ich kann es ja gleich sagen. Mein Nachname entspricht dem französischen Namen für Berg und dem deutschen Namen für Berg. Also Montberg, das heißt Bergberg. Und das ist ein total sinnloser Name meiner Meinung nach. Aber ja, das hat ja so eine Art Metapher. Man sollte es als Metapher sehen. Der Berg der Berge. Wer weiß. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es sich vom Französischen ableitet, aber hey, meine Wurzeln gehen da wahrscheinlich vielleicht bis in die Renaissance. Okay, hat mein Vater mal gesagt. Ha. Und da tut mein Stiefvater immer mein... die scheiß Montys. Also das sagt er tatsächlich. Also sein Hass tut sich auf den ganzen Familienclan auswirken. Und es ist natürlich klar, warum ich ihn hasse. Und ich bin natürlich... Ich stehe über den Ding und sage deswegen nicht die scheiß Fechten, aber... die ganzen anderen Verwandten von ihr sind ja eigentlich ganz okay. Und, oh, ich bin ja schon beim Boss. Das geht ja. Das geht ja ganz klar. Oh, Lemmy Cooper. Oh, den erkenne ich direkt. Oh, er balanciert auf Bällen. Ja, Lemmy war immer der kleinste aller Cooper-Kinder und... ich will nicht labern, ich will aufpassen. Scheiße, ich könnte echt noch verlieren. Ich will nicht verlieren. Ja, er ist erledigt. Puh. Schon nervig, dieses Viech. Ja. Das mag man nicht, Alter. Fast so lang wie eine... Noch länger als eine Schulstunde, meine ich. Es ist inzwischen auch ziemlich dunkel geworden. Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal in Welt 7 weiter. Ich muss ja noch den Brief vorlesen. Oh, der König sieht aus wie ein Goomba. Ein Goomba in Kleidung. Ja, 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 gut. Ja. Grüße. Mir geht es gut. Ach ja, Prinzessin Peach wurde hier gar nicht entführt. Ja, okay. Es gibt am Ende der dritten Welt gibt es eine Flöte. Ey, das wusste ich gar nicht. Tut mir leid. Bitte, das heißt also, man soll sich, ja, die Flöte am Ende der Welt 3, welche in der Dunkelheit, ja, versteckt ist, soll man bekommen. Oder so. Ich weiß aber, ich weiß überhaupt nichts von der Flöte am Ende der Welt 3. Wisst ihr darüber mehr? Dunkelheit, Welt 3. Welches Level hat ein Dunkel? Ich dachte eigentlich, es gibt immer nur drei Flöten. Also, ich habe das auch schon mal, glaube ich, mal... ja, so. Soweit ich gelesen habe, gibt es drei Flöten. Und zwar in Level 1, in Level 3 von Welt 1 und in Welt 2. Oder meinen die damit Level 3 von Welt... Ach, ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. Peach sagte oft unnütze Dinge, die man schon längst geschafft hat. Gut. Ja, genug dem ganzen Gelabere. Es geht weiter in Welt 7. Und Welt 7 ist echt eine ziemlich geile Welt. Aber auch eine ziemlich schwierige und eine ziemlich konfuse. Ja, das werdet ihr alle dann sehen. Ja, ihr habt bestimmt bemerkt, dass ich Probleme hatte, manchmal diesen Brief zu lesen. Ja, also bis zum nächsten Part.